Auch bei den Autoradios ist die moderne Elektronik Basis für die einzelnen Funktionen. RDS, Radiodatasystem, TP, Traffic-Programm, AF-Code, Alternativfrequenzen sind nur einige Dinge, mit denen moderne Autoradios ausgestattet sind. Für den Autofahrer bedeutet das, er kann sich voll auf den Verkehr konzentrieren, denn alles läuft fast automatisch. Fast automatisch bedeutet aber auch, dass er sich trotzdem mit Wirkungsweise und Anwendung der einzelnen Funktionen vertraut machen muss. Das geschieht nicht nur beim Kauf seines neuen BMWs, sondern das erfordert ein genaues Studium der Bedienungsanleitung. Für den Spezialisten die Reparaturanleitung bzw. die aktuellen Serviceinformationen. Mithilfe der Bedienungsanleitung können Bedienungsfehler verhindert werden. Mögliche Bedienungsfehler oder Unkenntnis von technischen Sachverhalten führen oft dazu, dass ein Kunde bei einem neuen Gerät einen angeblichen Defekt feststellt und bei seinem BMW-Händler reklamiert. Hier wird die Radioanlage überprüft und da man keinen Fehler finden kann, wird es häufig grundlos gegen ein neues ausgetauscht. Das Radio wird zum Hersteller zurückgeschickt. Der findet natürlich auch nichts und geht von einem Bedienungsfehler aus. Er schickt das Radio wieder als in Ordnung zum BMW-Händler zurück. Und wenn es hier wieder in ein Fahrzeug eingebaut wird, tritt derselbe Fehler wieder auf und der Kreislauf beginnt von vorne. Das alles ist unnötig und kostet letztendlich eine Menge Geld. Dieses Video soll eine Unterstützung zu den bisherigen Informationen sein. Es gliedert sich in Allgemeines, Testfunktionen, mechanische Einstellungen, Messen, Prüfen, mögliche Beanstandungen, Garantie, Kulanz. Beginnen wir mit dem aktuellen BMW Bavaria Programm. BMW Bavaria C3. BMW Bavaria C-Reverse 3. BMW Bavaria C-Reverse RDS. BMW Bavaria C-Business RDS. BMW Bavaria C-Professional RDS. BMW Bavaria Elektronik CD2. BMW Bavaria CD6 Selection. Alle diese Geräte besitzen eine elektronische Diebstahlsicherung. Nach Ab- und Anklemmen der Batterie muss die Codenummer neu eingegeben werden. Diese befindet sich im Radiopass. Falls die Codenummer nicht mehr gefunden wird, kann sie bei BMW über BTX unter Angabe des Herstellerkennzeichens und der Gerätenummer angefordert werden. Nach drei Falscheingaben der Codenummer ist für die Dauer von einer Stunde keine weitere Eingabe möglich. Bitte beachten Sie, während dieser Zeit muss die Zündschlossstellung 1 und das Radio eingeschaltet sein. RDS Radio Datasystem. RDS-Sender strahlen zusätzlich zum UKW-Programm ein unhörbares Datentelegramm mit zahlreichen Informationen aus. Programmidentifikation PI, Programmservicename PS, Alternativfrequenzen AF, Traffic-Programm TP, Traffic Announcement TA. Das heißt, diese Informationen werden über 5 Signalcodes von den Sendeanstalten ausgestrahlt. Beim Bavaria C Reverse RDS und beim Bavaria C Business RDS kann es zu kurzen Tonaussetzern bis zu einer Sekunde kommen. Bayern 3. Wie ist das möglich? Mit der Auswahl der Alternativfrequenzen wird auch unter ungünstigen Bedingungen der bestmöglichste Empfang innerhalb eines Sendegebiets gewährleistet. Wird ein Sender empfangen, der RDS-Informationen ausstrahlt, erscheint im Display zunächst die Frequenz und nach Auswertung der Information der Sendername. Die Auswertung nimmt je nach Stärke des empfangenen Signals eine gewisse Zeit in Anspruch. Das heißt, man hört ca. eine Sekunde gar nichts. Bayern 3. Diese Auswertung wird auch bei automatischem Wechsel auf eine Alternativfrequenz vorgenommen.
Diese kurzen Tonaussetzer werden oft als schlechte Empfangsqualität beanstandet. Dies ist jedoch systembedingt und kein Fehler des Radios. Mit dem PS-Code, dem Programm-Service-Code, wird der Sendername angezeigt. Die TA-Taste, Traffic Announcement, ist eine Stummschaltung. Das heißt, es werden nur Verkehrsdurchsagen hörbar. Diese Funktionen kann das Radio natürlich nur durchführen, wenn die Sender auch die entsprechenden Signale ausstrahlen. Nimmt die Empfangsqualität des eingestellten Senders ab und es steht keine alternative Frequenz zur Verfügung, startet das Gerät einen Suchlauf, der im Display mit Search angezeigt wird. Beim Bavaria C Professional gibt es keine Umschaltpausen. Dieses Radio arbeitet mit einem RDS Diversity System, das heißt mit zwei UKW-Empfängern. Während der eine Empfänger das eingestellte Programm wiedergibt, sucht der zweite Empfänger nach besser zu empfangenen Frequenzen des gleichen Programmes. Beide Empfänger befinden sich im Kofferraum. Im linken Display stehen dann die wählbaren Sendeanstalten in der Reihenfolge der Empfangsqualität. Im rechten Display steht der Name des eingestellten Programmes. RDS kann natürlich beim Fahren durch Tunnel, Tiefgaragen oder im Gebirge schlechten Empfang durch Abschattungen, Überlagerungen nicht ausgleichen. Mit den Testfunktionen können verschiedene geräteinterne Informationen angezeigt und verschiedene Betriebszustände eingestellt werden. Bitte beachten Sie dazu grundsätzlich die Reparaturanleitung. Beim Bavaria C Reverse RDS kommen Sie in die Testfunktionen, indem Sie die Tasten 2 und 5 gleichzeitig drücken. Dann schalten Sie das Radio ein. Im Display erscheint ein S für Service. Wollen Sie die Einstellung der geschwindigkeitsabhängigen Lautstärkenregelung GAL prüfen, so drücken Sie 4 Sekunden lang die Taste 3. Im Display erscheint GAL 2. Das ist die für den E32, E34 und E36 vom Hersteller vorgegebene Grundeinstellung. Über die WIP-Taste 1 links und 3 rechts kann eine langsame bzw. starke Anhebung bewirkt werden. Gespeichert wird durch Drücken der Taste 3. Danach muss das Radio kurz ausgeschaltet werden. Wie Sie die geschwindigkeitsabhängige Lautstärkenregelung prüfen, zeigen wir Ihnen im Kapitel Messen und Prüfen. Am gleichen Gerät zeigen wir Ihnen, wie Sie die Lautstärkenanhebung bei Verkehrsdurchsagen ändern. Über den TP-Code, das heißt Traffic-Programm, dies ist die englische Bezeichnung für Verkehrsfunk, wird der Verkehrsfunk eingeschaltet. Hier werden nur Sender angewählt, die Verkehrsfunk haben. Dazu schalten Sie das Radio ein, drücken die Taste TP für ca. 4 Sekunden, bis im Display die 0 erscheint. Autobahn Nürnberg, München, A9, zwischen dem mit der Suchlaufwippe kann die Lautstärkenanhebung individuell verstellt werden. Autobahn Würzburg, Fulda, A7, zwischen Hammelburg und Bad Kissingen in beiden Richtungen Behinderungen durch Bergungsarbeiten. Im Allgäu ist der Riedbergpass zwischen Obermeiselstein und Balderschwang nur mit Schneeketten befahrbar. Und in Oberbayern sind die Zufahrten in die Skigebiete am Spitzingsee und am Sudelfeld nur mit Winterausrüstung befahrbar. Durch nochmaliges Drücken der TP-Taste wird dieser Modus verlassen. Beim E31 ist das Radio in Schräglage eingebaut. Entsprechend ist eine Blickwinkelumstellung erforderlich. Das heißt, beim Professional RDS ist der Kassettenschlitz zu öffnen und mit einem kleinen Schraubenzieher wird dieser Schalter verändert. Dieser muss sich beim E31 in der oberen Stellung befinden. Beim Bavaria C Business ohne RDS ist die Einstellung an gleicher Stelle vorzunehmen. Bei allen weiteren RDS-Geräten erfolgt die Blickwinkelumstellung über die Testfunktion. Beim Bavaria Elektronik CD und CD2 muss die Auswurfkraft für die CDs der Einbaulage angepasst werden. Dies ist wichtig, wenn Geräte ersetzt oder nachgerüstet werden. Beachten Sie bitte dazu die Beschriftung.
Der CD-Wechsler ist bei allen Modellen im Kofferraum montiert. Auch hier muss die Einstellung laut Einbauanleitung beachtet werden. Nicht vergessen, die Transportsicherungen zu entfernen. Ist bei einem Bavaria Elektronik CD2 die Verkehrsdurchsage zu laut oder zu leise, so kann diese nur bei ausgebautem Gerät verändert werden. Mit einem kleinen Schraubendreher nach links drehen ist gleich leiser, nach rechts drehen ist lauter. Vorsicht, Sicherungsschutz. Bei einem Radiototalausfall ist grundsätzlich die Stromversorgung zu überprüfen. Dazu wird das Radio ausgebaut, die Sicherung und Stromversorgung überprüft. Bei einer HiFi-Anlage muss auch die Stromversorgung des Verstärkers, also Dauer Plus, geschaltetes Plus und Masse geprüft werden. Wenn bei eingeschaltetem Radio die Anzeige leuchtet, aber kein Ton vorhanden ist, so ist die Radiosicherung in Ordnung, aber eventuell die Sicherung bzw. Stromversorgung des HiFi-Verstärkers defekt. Also die Sicherung und bei den Verstärkereingängen die Plusversorgungen und Masseversorgung überprüfen. Der Antennenverstärker ist beim E36 in der C-Säule hinten links. Der Antennenverstärker kann einfach geprüft werden, indem wir bei einem schwach eingestellten Sender den Stecker ab- bzw. wieder aufstecken. Die geschwindigkeitsabhängige Lautstärkenregelung kann in der Werkstatt mit einem Frequenzgeber geprüft werden. Dazu wird der Stecker vom Readkontakt abgezogen und mit dem Frequenzgeber verbunden. Die Lautstärke muss sich mit zunehmender Geschwindigkeit erhöhen. Das Gleiche kann auch mit dem Service-Tester durchgeführt werden. Bei Fahrzeugen mit High-Kombi kann GAL auch mit Hilfe eines Kombi-Tests durchgeführt werden. RDS Radiodatasystem haben wir eingangs ausführlich behandelt. Beim Bavaria C Business RDS und beim Professional RDS ist ein Inkrementengeber eingebaut, der verhindern soll, dass man zu schnell und mit Kraft den Regler betätigt. In diesem Fall ändert sich die Lautstärke nicht. Bei schlechter Fahrbahn kann es beim Bavaria Elektronik CD2 im CD-Betrieb zu kurzzeitigen Aussetzern kommen. Ursache kann eine fehlerhafte Cartridge oder CD sein. Kassette wird zu stark oder gar nicht ausgeworfen. Ursache ist meist eine schadhafte Kassette. Zum Entfernen der Kassette verwenden Sie bitte ein stabiles Papier, zum Beispiel eine Visitenkarte.
Im Gewährleistungs- oder Kulanzfall müssen BMW Bavaria Radios einzeln in Wertpaketen mit Radiopass, der gelben Fehlerkarte und Schadteileanhänger mit genauer Befundung an BMW Abteilung TM101 gesendet werden. Grundsätzlich dürfen im Gewährleistungs- oder Kulanzfall nur Austauschgeräte eingebaut werden. Abschließend weisen wir nochmals darauf hin, dass bei Reparaturen, Nachrüsten oder Ersetzen von Radiogeräten nach BMW-Vorschrift verfahren wird. Die in jedem BMW-Betrieb vorhandenen Radioeinbauanleitungen können unter Angabe der Bestellnummer auf dem üblichen Teilebezugsweg bestellt werden.